Ich habe das Schlafzimmer jetzt so weit aufgeräumt, wie es mir möglich war, wie es mir im Moment möglich ist. Es stehen hier und da noch Kisten rum, das Bett ist abgebaut. Und vielleicht gibt es Leute, die sagen, aber es ist immer noch nicht so gut aufgeräumt. Für mich ist es 1000-mal besser als vorher. Und ja, das werde ich jetzt zeigen, das Ergebnis. So, wenn man reinkommt, dann sieht man erstmal links diesen monströsen IKEA-Kleiderschrank. Und das ist mein Bett. Oh je. Ich hätte so eine Weitwinkelkamera gebraucht, dass man halt auch sieht, was alles da... mit dem Auge sieht man einfach anders, als wie es die Kamera aufnimmt. Hier habe ich immer so ein... halbtransparenten Vorhang in dunkelblau hängen, weil das ist ja eine Glastür und dann kommt halt auch immer abends da noch Licht durch, wenn man im Flur ist. Ja, diese Wand hier habe ich, als wir eingezogen sind, so ombre gestrichen. Dieser Effekt kommt eigentlich besser rüber, wenn die Wände frei sind. Aber naja, sieht trotzdem gut aus, finde ich. Ja, das hier ist mein Bücherregal. Im Schlafzimmer da oben sitzt mein Drache. Den habt ihr schon mal auf einem Mittelalter-Vlog kennengelernt. Und ein paar Buddhas. Schöne Kerzenhalter. Die ist leider etwas gebrochen. Die habe ich vor Jahren geschenkt bekommen. Ja, hier sind Jonas CDs. Die kann ich schlafen, ohne eine CD abends zu hören. Ein paar Bücher. Gute Nachtgeschichten. Kleine Auswahl. Ja, und hier ist unser Nachttischchen. Diese Indianerin, die habe ich mal auf einem Flohmarkt ergattert und darüber bin ich mega glücklich, weil das eine Limited Edition ist und ihr wisst ja, wie ich Limited Edition liebe. Und ich wusste das nicht und ich fand das so schön, weil da halt ein Traumfänger dran ist. Und hier sieht man noch Wölfe in den Federn. Sie hält einen kleinen Bären. Ja. Dieser CD-Player war ein Geschenk von Oma, Frozen. Wir sind nicht so die Frozen-Fans, aber Juna ist Frozen-Fan. Ja, hier unten hat sie noch so eine kleine Lampe von Frozen. So, dann laufe ich mal hier rüber. Hier sind zwei Regale von IKEA. Da steht ein Bild von meiner damaligen Ballettlehrerin. Das ist irgendwie out of focus, I'm sorry. Und daneben... eins mit meiner liebsten Spirit Sister Siria. Die kennt ihr vielleicht schon aus anderen Videos oder aus dem Spirit Sisters Kanal. Ja, und so wunderschöne dekorative Teller. Und hier, das ist auch eine Freundin von mir. Und ich liebe diesen Bilderrahmen einfach. Der ist so schön bunt und da waren wir auf dem Holi Festival. Also das Fest der Farben. Und ich fand einfach, dass das optisch total gut zusammenpasst. Hier habe ich ein paar Kerzen stehen jetzt für die Zeit noch. Normalerweise stand es die ganze Zeit im Wohnzimmer. Hier steht halt noch das Babybett, das haben wir abgebaut. Fensterbrett. Und hier, das ist mein Altar. Auf diesem Regal seht ihr alles, was mir ganz besonders am Herzen liegt. Wichtige Fotos für mich, meine Edelsteinsammlung, meine Buddha-Figur. Ich bin am Überlegen, ob ich noch ein extra Video mache, nur über dieses Regal, weil es einfach über jeden Gegenstand etwas zu erzählen gibt. Ja, ich glaube, das werde ich machen. Ich werde einfach ein eigenes kurzes Video über dieses Regal machen. Ja, dann zeige ich euch nochmal diese Seite. Diesen Traumfänger mit dem Indianer habe ich auch mal geschenkt bekommen vor vielen Jahren von einem Weihnachtsmarkt. Die Lampe oben habe ich selbst gemacht. Dazu gibt es auch ein Video. Und wir haben die Decken beim Einzug. Ich wollte unbedingt dunkelblaue Decken haben. Ja. Was hier oben auf dem Schrank steht, das muss man halt ein bisschen ausblenden. Das sind alles Kleider, die Juna schon zu klein sind, aber ich möchte sie halt noch aufheben fürs nächste. Und ja, dieser Stern ist wunderschön. Ich mache den mal an.
Ja, diesen Stern habe ich mal von einem Mittelaltermarkt in Heidelberg mitgenommen. Da oben, es stehen also oben an der Decke sind immer Sterne dran geklebt. Die haben wir selbst, ich glaube, es waren bestimmt 100 Stück. Die haben wir selbst ausgeschnitten, aufgezeichnet und dran geklebt. Ich habe meine Freundin damals verdonnert, die Nora, dass die das für mich macht. Ja, und hier habe ich, wollte ich so eine lila Wolkenoptik haben, hinterm Bett. Ich denke, das kann man ganz gut erkennen. Diese Lampen sind übrigens von IKEA und ich liebe die total, aber manche haben Wackelkontakt und gehen nicht mehr richtig. Manchmal gehen sie noch und manchmal nicht, ich weiß nicht. Vielleicht sind sie schon ein paar Mal auf den Boden gefallen und dann haben sie eben Wackelkontakt. Das ist sehr schade. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.